Das Grundgerüst des neuen Betts ist fertiggestellt. Was noch fehlt, sind letzte Anpassungen bei den Füßen, eine hübsche Kopfstütze und das Zusammensetzen der einzelnen Teile. Und was am Ende dabei rauskommt, siehst du in diesem Video. Schön, oder? Aber jetzt mal los. Da die 120 Jahre alten Balken alles andere als gerade sind, würde das Bett ziemlich wackeln, wenn wir die Füße einfach anschrauben würden. Daher schneiden wir sowohl das Kopf- als auch das Fußteil entsprechend ein. Wir platzieren die Füße auf den Balken und zeichnen die gewünschte Position ein. Danach bauen wir uns einen behelfsmäßigen Tisch, den wir über die Balken platzieren. Auf diese Weise können wir einen waagrechten Schnitt sicherstellen, selbst wenn die Balken schief verlaufen. Die Schnitttiefe richten wir so ein, dass wir alle Balken gut einen Zentimeter tief einschneiden. Den Ausschnitt machen wir ganz analog zu den Ausschnitten, die wir im vorherigen Video gezeigt haben. Wir schneiden den Balken mit der Kreissäge ein, stemmen den Ausschnitt mit dem Holzmeißel frei und überschleifen die Fläche mit dem Bandschleifer. Dann sollten die Füße ohne Wenn und Aber sitzen. Wenn nicht, wird so lange nachgearbeitet, bis es passt. Als nächstes schneiden wir je Eckverbindung zwei 10 mm dicke Sperrholzplatten zu. Und zwar so, dass sie in unsere Eckverbindung eingelegt werden können. Warum? Das hat zwei Gründe. Zum einen gefällt es uns besser, wenn die Balken nicht auf einer Ebene liegen. Zum anderen schaffen wir Platz für die Mutter der Eckverbindung. Und genau darum kümmern wir uns als nächstes. Wir bauen das Bett wieder auf und richten es eben ein. An den Ecken zeichnen wir uns den Mittelpunkt an. Dann bohren wir mit einem 14 mm dicken Bohrer ein gerades Loch durch den Balken. Als nächstes zeichnen wir uns am Schalungsbohrer die benötigte Tiefe ein und bohren nach. Dasselbe Spiel wiederholen wir dreimal. Dann bauen wir das Bett wieder ab und kümmern uns um die Einschraubmuffen. Wir verwenden Muffen der Größe M14. Die benötigten Gewindestangen haben wir bereits auf die passende Länge geschnitten. Beim Eindrehen der Muffen achten wir darauf, dass wir sie gerade eindrehen. Wenn du darüber mehr wissen willst, schau dir einfach das verlinkte Video an. Danach können wir endlich die Füße mit dem Kopf- und Fußteil verbinden. Nachdem die Gewindestange eingedreht ist, legen wir eine Beilagscheibe ein und fixieren das Ganze mit einer Mutter. Jetzt müssen nur mehr die Seitenteile aufgelegt und wieder mit einer Beilagscheibe und einer Mutter fixiert werden. Der Rahmen steht. Als nächstes bauen wir dem Bett auch noch eine Kopfstütze. Wir längen die benötigten Steher ab und messen sie am Kopfteil ein. Auch hier versenken wir die Steher um rund 10 mm im Balken. Also einschneiden, stemmen, schleifen. Wenn das passt, legen wir die Kopfstütze auf und kümmern uns auch hier um die passenden Ausschnitte. Die Verbindung realisieren wir wieder mit Einschraubmuffen. Also packen wir den Bohrer aus und bohren durch die Steher und die Balken. Dann übertragen wir die Positionen der Löcher auf die Kopfstütze und bohren ein Loch. Aber nicht ganz durch, sondern nur bis zur Hälfte. Denn die Einschraubmuffen setzen wir in die Kopfstütze ein und verschrauben das Ganze von unten, nicht sichtbar. Schnell ist dann auch die Kopfstütze zusammengebaut. Jetzt wird nochmal ausgiebig geschliffen. Mit dem Bandschleifer werden alle Kanten grob abgerundet. Mit dem Exzenterschleifer machen wir die Feinarbeit. Auch auf die Schnittkanten vergessen wir nicht. Zudem bürsten wir ein letztes Mal alle Balken ab, um die Struktur des Holzes gut fühlen zu können. Danach werden alle Holzbalken zweimal geölt. Wir verteilen das Öl mit dem Pinsel und lassen es nach Herstellerangaben, hier 5 Minuten, einziehen. Dann nehmen wir den Überstand mit einem Baumwolltuch ab. Nach einem kurzen Zwischenschliff folgt der zweite Auftrag. Nachdem das Öl getrocknet ist, bauen wir das Bett wieder auf. Als letztes kümmern wir uns jetzt noch um die Auflagewinkel der Lattenroste. Dabei ist nochmal sehr genaues Arbeiten gefragt. Wir beginnen mit der in der Mitte liegenden Strebe. Hier verwenden wir zwei 2,20 Meter lange Winkelprofile, die wir zu einem T verbinden. Das Kopf- und Fußende fräsen wir dafür entsprechend ein. An den Seitenteilen sowie am Kopf- und Fußteil kommen einzelne Stahlwinkel zum Einsatz. Einmal eingemessen sind sie auch recht schnell eingeschraubt. Wichtig dabei ist, dass alle auf einer Ebene liegen. Nicht, dass die Lattenroste am Ende wackeln wie ein Schiff auf hoher See. Dann ist es vollbracht und das Bett ist fertig. Nach dem Probeliegen ist klar, so schnell wollen wir jetzt nicht mehr aufstehen. Hat dir das Video gefallen, dann gib uns doch einen Daumen hoch. DIY-Book. Tipps und Tricks für Haus und Garten.